Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, wieder mal mit Laura auf der Couch hier. Und wir sind bei einem Format angekommen, bei dem Geld überhaupt keine Rolle spielt, hier beim High-Budget-Format. Es wird nämlich gleich aussehen, nein, es war Spaß, Freunde, es wird nämlich gleich aussehen, als würde das Ganze mit einem Stein, einer Kartoffel oder mit irgendwas gefilmt werden, mit einem Toaster oder so. Aber das liegt nur daran, da wir die Photobooth-Challenge machen, die original von Jenna Marbles kommt. Wir haben hier ein MacBook, auf dem läuft das Programm Photobooth. Photobooth hat ja den sonderbaren Nachteil oder den wunderbaren Nachteil, dass es Gesichter verzerrt. Wir schauen also gegenseitig. Genau. Wir schauen uns gegenseitig an und jeder versucht immer abwechselnd irgendwie so dumm wie möglich auszusehen und der andere darf dabei nicht lachen. Wir nehmen das Ganze hier über den Laptop auf, deswegen wie gesagt, High Budget Quality. Und dann geht's auch schon los, Freunde! Ist das dumm? Mann, das ist ja süß. Oh Mann. Weil du aussiehst. Wenn ich so ein Typ in der Bahn spricht, hi. Alter, warum zuckt das bei dir so? Ich kann mit meinen Brustmuskeln zucken. Alter. Oh mein Gott, Freunde, das artet vollkommen aus. Irgendwie haben wir es immer noch nicht verstanden, dass der eine oder andere lachen muss. Irgendwie gucken wir uns beide nur den Filtern an. Ja, weil das so geil ist, wo ein paar meine Schultern sind. Oh. Wie hässlich. Was macht? Wieso klappt das bei einem Minion nicht? Ja, doch. Auch. Bob, du bist schon allein schon hässlich, tut mir leid. Oh mein Gott! Was wabbelt denn das hier immer so rum? Erkennt es einfach mein T-Shirt als. Ich mach das jetzt mal zu, ey. Was ist denn so gebabbelt, Alter? Komisch, aber vor, wenn du so. Was ist denn so gebabbelt, Alter? Komisch, aber vor, wenn du so aussiehst, ey. Was ist denn so gebabbelt, Alter? Komisch, aber vor, wenn du so aussiehst, ey. Dann nimmt dich keiner mehr ernst. Bob ist jetzt richtig groß, Alter, ich schwöre. Ey, das war zu hässlich! Das war zu hässlich! Oh Mann! Ey, geh mal weg, ich will alleine hässlich sein. Alter, dein Gesicht ist so reingezogen. Alter, guck mal meine Haare, Alter. Ich schwör, Alter, so ist das immer bei diesen Gel-Werbungen. Die Typen haben immer die krassesten Haare, Alter. Und das hebt dann immer so. Oh mein Gott, du hast deinen Effekt gefunden. Oh, guck mal, hinten dran, Bob, alles angezogen. Oh. Alter. Wie geht's? Jetzt ist mein Bizeps on High Level. Guck mal, der wächst von alleine. Guck mal. High five. Das sieht aus wie ein Eichhörnchen. Oh Mann. Was heißt ein Eichhörnchen auf Englisch? Chipmunk. Glaube ich zumindest. Nee, Squirrel. 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 Das kann ich nicht aussprechen. Ich schwöre. Warte, wo ist mein Handy? Egal. Das heißt drüben. Squirrel. Squirrel. Freunde, ich komme auf der Zukunft. Bob kann schweben. Nein, Bob ist auch ein Hologramm. Ich schwöre. Ah. Ah. Wieso ist das bei mir so hässlich? Mein Auge. Bei mir ist nicht hässlich, oder was? Hallo. Mein Christian. Ah, Twitter. Könnt ihr mir gerne alle folgen, Bronny, und mein Twitter-Account, keine Werbung. Was? Toll, danke. Es ist nicht mein Filter, es ist nur nicht mein Effekt drüber, es ist nur nicht mein Filter drüber. Hey, nein, das war nicht an dich, das ist einfach nur. Nein. Oh mein das Gott. Das war jetzt aber echt. Bisschen ekelhaft aus. Ja, vielleicht. Tja, das war's. Weg aus meinem Video. Nein! Aber jetzt sehe ich wieder fast normal aus. Aber dass die Augen trotzdem. Yeah! Jetzt mache ich die ganzen Chips leer. Oh, wie unschuldig. Wenn ich so ein Mädchen in der Bar angucken würde, würde ich nicht denken, sie ist unschuldig. So, Freunde, es ist wieder eure Gerthilde hier auf dem Kanal. Heute zeige ich euch, wie man. So geil, ich kenne jemanden, der sieht so aus wie ich jetzt. Mann, hilf mir doch mal bitte. Selbst schuld, wenn du es anziehen willst. Dankeschön, wieder Hilfe. Bitteschön. Ja, Freunde, das war's jetzt mit der Fotobooth-Challenge und ihr könnt mir gerne ein Däumchen nach oben da lassen, wenn es euch denn gefallen hat und mir unten in die Kommentare schreiben, ob
ihr Fotobuch schon mal selbst ausprobiert habt oder ob ihr es jetzt erst durch mich kennengelernt habt. Und dann würde ich mal sagen, den Kanal könnt ihr kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Und wenn ihr jetzt noch weitere Videos schauen möchtet, egal ob ihr am Tablet oder Smartphone seid, weil die Links stehen auch in der Infobox, kommt ihr jetzt hier zu einem Video, was ich vor kurzem mit Laura gedreht habe. Oder ihr checkt hier die letzte Folge, da kommt der Crash und dort beantworte ich eure Fragen und Kommentare. Und dann würde ich mal sagen, hier ist der Link zu meinem Shop und man sieht sich im nächsten Video. Ciao, kann ich das jetzt da hinwerfen? Ich glaube, das schaffe ich nicht.